haben wir ein Offroad. Kurz vor. So kommen wir nicht durch die Steine. Nochmal. Okay. Wir liegen auf der Seite. Sehr langsam zu fahren. Die Tür fällt mich ab. To the port. Schau mal.
das Airfield. Mhm. Schauen wir mal, sieht schon ganz witzig aus, das Bild. Was passiert hier? Okay. Verstehe. Verstehe. Ja. Versuchen wir das Beste. Dass der lebt. Wieso habe ich verloren? Also, gut, er hat vielleicht gewonnen, aber das war es dann für ihn. Ja, ich mache nochmal. Links gefallen. Thank you.
ins Wasser. Brauchen wir noch. Wir haben einmal das geschafft. Ich hab's geschafft. 11 Sekunden. Ja, das ist der Wahnsinn. Aber es war lustig. So, schauen wir mal, was wir denn vergessen haben. Im Dschungel einen vergessenen Raceway.
Was wird uns wohl erwarten? Ich denke mal eine hecklastige Schleuder, die wir mit viel Power hoffentlich ein bisschen schön durch die Kurven sliden dürfen. Very old. Okay. Weiter geht's. Heavy Machine hat man schon. So. Tricky Curves.
man dann, weiß, wo wird rechts oder links geradeaus sein, da ist das nächste. Wenn man das nächste sieht, ist es gut, aber das muss man nicht mehr sehen. Wieder da. Wo ist der nächste? Toll. Jetzt sollten wir wieder in die Sicht schalten. Da sehe ich ja nichts. Siehst du was? Wo ist der nächste? Toll, der war da. Weil soll ich nicht wissen, dass es nicht rausgeht? Es ist ja das schwierige Kreuzung jetzt links herum. Nein. Also ein Auto ausliefern. Das heißt, wir fahren mit dem LKW mit dem Porsche hier drauf und dürfen nicht den Porsche fahren, sondern müssen den LKW fahren. Sehe ich das richtig? Den LKW. Also das vollgeladene, das Mischfahrzeug, vorher, was wir vorher gefahren sind, das ließ sich auch nicht recht einfach fahren. Das fühlte sich natürlich an mit einem achten Gang mit 80 wie 160 mit einem normalen Auto. Ja, tatsächlich. Wir müssen sorgen, das ist gar kein Porsche. Irgendwie sah es wie ein Porsche aus. Also, wir müssen das hier fahren. Automatik. Jetzt habe ich aber nicht aufgepasst, wo es lang geht. Nee. Checkpoint.
gestohlen, weil wir hier durch die Schleichwege fahren müssen. Steht schon ein bisschen schräg auf unserer Radladefläche. Da leicht hin. Die Ladung gut fest gezurrt als Antriebsbooster. Da sollte man das ja auch. Sollte man das auch irgendwie tun, aber ich glaube nicht, dass ich es gemacht habe. Irgendwie hüpften mir zu sehr dafür. Checkpoints. Haben wir es geschafft. Einer? Okay, hier muss man abbiegen. Oh, nein! Das nicht knapper. Bin ich weg. Das soll sehr schwer sein. Schauen wir mal. Das schauen wir uns an. Ah, okay. Das, ich mag es ja nicht so. Enge Kurven. Gucken wir mal. Mir sagen müssen, dass ich da springen. Oh, wie fies. Ich habe noch zwei Checkpoints gehabt. Ja, und so sieht also das Auto von unten aus. Ah, okay. So, und jetzt?
Ich kann nicht weiterfahren. Ich kann nur auf. Fies vorher, aber schön. Es war ganz lustig mit dem eingebauten Jump. So, schauen wir mal, wie sollen. In einer bestimmten Zeit vom Hafen fliehen. Das werden wieder enge Kurven. Das wird hart. Wahrscheinlich ist es auch hart von der Einstellung her.
Loading. So. Hm, gut, alles kaputt. Nochmal bitte. Diesmal vom Cockpit aus. Kisten kann ich nicht umfahren. Na gut. Oh. Okay. Das war's. Jetzt weiß es wieder. Nein, da war das Wasser. Oh, gelöscht. Thank you.
Wie schnell soll ich da bitte schon fahren, dass ich das schaffe? Bin ein bisschen sauer, nur ein bisschen. Wenn ich nicht abkürzen, ich sehe gleich, kann da eine Abkürzung liegen soll. Kann ich auch anders fahren. Nein, ich will dich auch nicht mehr. Bin ich falsch abgebogen? Ist da irgendwas Falsches? Hätte ich gleich runterfahren sollen? Ich glaube, ich fahre da irgendwie falsch.
Aufgabe war das gewesen, dass man dann so werden könnte. Soll es denn hier? Soll ich denn so hier drüber springen? Aber geschafft. Nein. Achse gebrochen. So, ein. Ich komme 9 Sekunden lang und dann ist die Achse schon gebrochen. Das jetzt? Ich habe jetzt schon 25 Mal habe ich den Sprung schon absolviert. Da ist nie was passiert. Ich bringe die Scheibe. Achse gebrochen, Achse gebrochen, Achse gebrochen.
Wie jetzt? Okay, ein letzter Versuch. Gebrochen. Ich sagte, ein letzter Versuch. Schnauze voll für heute.